Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Desiderata. Ein Kabarettstück von Marita Wittner. Für drei Personen. Erika, 53 Jahre, Hausfrau mit Kittelschürze. Gesprochen von Marita Wittner. Alfons, 55 Jahre, Lagerist mit Bierbauch, gesprochen von Christoph Emlinger. Veronika, 21 Jahre, Studentin und Tochter der beiden, gesprochen von Marita Wittner. Auf der Bühne steht ein Tisch mit Frühstücksutensilien. Rechts sitzt Alfons und liest Zeitung. Gegenüber sitzt seine Ehefrau Erika und hält ein Blatt etwas versteckt unter dem Tisch und liest aufmerksam darin. Alfons greift zu seiner Kaffeetasse und stellt fest, dass sie leer ist. Schenk mir nur einen Kaffee ein, Erika. Erika ist so vertieft in das Blatt Papier und reagiert nicht. Alfons nimmt seine Tasse und will trinken. Er lässt die Zeitung sinken und schaut seine Frau verwundert an. Ich hätte mir gerne einen Kaffee, gnädige Frau. Erika lässt den Blick nicht von dem Papier und greift mechanisch zur Kaffeekanne und schenkt Alfons ein, ohne ihn anzublicken. Sofort versenkt sie sich wieder in das Papier. Alfons steht auf und entreißt Erika das Papier. Jetzt gib das sofort wieder her, du gescherter Hame! Desiderata! Was soll denn das sein? Das ist bei der Froni auf dem Schreibtisch klingen. Jetzt tu wieder her! So ein Schmarrnl ist das, Madl. Du mit deinem Gymnasium und dem Studieren. Jetzt hast du's. Das hört sich ganz nach einer Sekt noch. Na wart, die kann was erleben, wenn's heimkommt. Aber du willst doch immer wissen, was deine Tochter macht. Jetzt lesen wir das einmal miteinander und dann schauen wir weiter. Desiderata, wie sie das schon anhört, gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast und sei des Friedens ein Gedenk, den die Stille bergen kann. Ja, die reden sie leicht. Geh einmal durch die Leopoldstraße und denk da dabei an einen Frieden. Da musst du froh sein, wenn dich der Autofahrer nicht vom Gehsteig runterholt. Na, das ist doch anders gemeint. Da steht, du sollst drauf denken, wie schön es ist, wenn's stad ist. Mit zwei Weibern daheim kannst von der Stille sowieso bloß träumen. Wie meinst du denn jetzt das, ha? Du bist doch der, der die ganze Zeit umeinander blärt, wenn er keinen Kaffee mehr in der Tasse hat, anstatt dass er selber einmal im Finger rührt. Ja, sag einmal, wie redst denn du mit mir? Ach, was war es? Sie schweigen beide. Erika dreht sich von Alfons weg und der schaut sie kampflustig an. Dann liest er weiter. Stehe soweit ohne Selbstaufgabe möglich in freundlicher Beziehung zu allen Menschen. Äußere deine Wahrheit ruhig, klar und höre anderen zu. Auch den Geistlosen und Unwissenden. Auch sie haben ihre Geschichte. Muss ich jetzt zu derer alten Grazbürsten von oben eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, damit's mir wieder ihren Katzentrick vor die Haustür legt? Ja, du hast dir ja unseren Müll vor die Haustür gekippt, weil es allerweil so stinkt aus derer ihrer Wohnung. Dabei kann sie dir schon nicht mehr helfen und zwei von ihren Katzen sind tot in der Wohnung gelegen. Da hat erst der Hausmeister Polizei rufen müssen. Die arme Frau. Gott sei Dank kümmert sich jetzt ihre Tochter um sie. Ja, und die hat das Katzenklo für unser Haustür geschickt. Und mit dem Deppen von uns, den soll ich jetzt wohl auch noch mein und mir seinen Schmarrn von der guten alten Zeit anhören. Wir geistlos und unwissend. Ja, das ist er. Also, Alfons, der wollte doch bloß mit dir ein bisschen ratschen im Flur. Ihr seid halt gleich alt und da hat er gemeint... Das ist mir wurscht. Wegen dem kann ich jetzt nicht mehr in den Garten aussehen, weil der dauernd tot hockt auf seinem fetten Arsch und wart, bis er einen voll labern kann. Nein, da müssen erst die Leute anders werden, bevor ich mit denen in eine freundschaftliche Beziehung trete. Da fällt's noch weit. Alfons legt den Zettel auf den Tisch und wendet sich wieder seiner Zeitung zu.
Erika geht an den Bühnenrand und spricht zum Publikum. Naja, die ist damals mit der Frau Wimmer, mit den Katzen. Das habe ich schon gewusst, dass die nicht mehr ganz im Kopf ist, Sie wissen schon. Aber was geht denn das Mio, oder? Die hat ja schließlich selber Kinder und wenn die sich nicht kümmern, was geht denn das Mio? Da käme bin ich schon, wie Polizei da war. Ich hab zuerst gemeint, dass die Alte gestorben ist und da der hinfällt. Naja, das ist ja nicht das erste Mal, dass eine stirbt und keiner merkt's. Ja, gemerkt habe ich schon was. Aber was geht denn das Mio, oder? Und mir scheißt sie ja auch keiner was. Sie geht an den Tisch zurück, um weiter zu frühstücken. Alfons ist mit der Zeitung fertig und nimmt den Zettel wieder in die Hand. Meide laute und aggressive Menschen, sie sind eine Qual für den Geist. Ja, für mich auch. Wenn du dich mit anderen vergleichst, könntest du bitter werden und dir nichtig vorkommen. Denn immer wird es jemanden geben, größer oder geringer als du. Ja, so ein Schmarrn. Ich bin froh, dass ich nicht wie die anderen bin. Die größer sind, die murnen bloß, dass sie was Besseres sind. Dabei sind's genau die gleichen kleinen Schlucker wie mir. Das hab ich vielleicht dick, wenn einer daherkommt mit seinem Mercedes und so tut, als da der mehr wissen wie ich. Bloß weil er der Chef ist. Deswegen mag ich auch nicht, dass unsere Veronika studiert. Bei uns hat noch keiner studiert. Die braucht nicht murnen, dass deswegen was Besseres wird, bloß weil sie studiert hat. Nein. Tja. Oder wie der Ali. Jetzt sitzt er im Rollstuhl. Wegen nix und wieder nix. Wegen der Ehre. Ja, aber hat denn der eine Ehre, wenn er seine Frau und seine Kinder vergisst und sich umbringen will? Das ist ja einer von den Sorten, die geringer sind wie mir. Schon allein, weil er noch nicht einmal gescheit Deutsch kann. Erika steht auf und beginnt den Tisch abzuräumen. Alfons geht an den Bühnenrand und spricht zum Zuschauer. Währenddessen bringt Erika das Mittagessen auf den Tisch. Ja, die Geschichte bin Ali. Ich bin Lagerist und ich muss schauen, dass immer alles in Ordnung ist im Lager. Wenn ich was ausgib, dann schreibe ich das auf. Ich merke sofort, wenn was fehlt. Der Ali ist mein Kollege gewesen. Nicht, dass ich was gegen Ausländer hätte. Nein, aber mein Spezi, der Erich, der hätte den Job auch gern mit. Und genommen haben sie dann halt an Ali. Naja, irgendwie muss ich ihm das übel genommen haben. Haha, damals. Weil ich hätte natürlich viel lieber mit Erich gearbeitet, als würden mit Mali, der nicht gescheit reden kann mit mir. Und dann hat er jeden Tag noch so nach Knofi gestungen und allerweil kein Make-up hat. Und überhaupt, mir war das halt nicht recht. Und dann sind drei Kugellager verschwunden gewesen. Ich hab natürlich gleich Meldung machen müssen. Und nur so aus Spaß, wirklich nur aus Spaß, habe ich gesagt, das war wahrscheinlich der Ali. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und wenn sie mich nur einmal gefragt hätten, hätte ich nie und nimmer das Gleiche gesagt. Aber es hat mich halt keiner mehr gefragt. Die haben das gleich für bare Münze genommen und haben ihn anholen lassen mit der Polizei. Ich meine, ich hätte schon was sagen können damals. Dass es gar nicht gewesen ist, denn in der Zwischenzeit hab ich die Kugellager wieder gefunden, sind mir hinters Regal gerutscht. Aber ich war so perplex, dass die gleich mit der Polizei daherkommen und er ist natürlich gleich entlassen worden. Und dann versucht der Depp, dass er sie umbringt. Wegen seiner Ehre, die ihm genommen worden ist. Ich konnte natürlich da nicht mehr hingehen und sagen, dass es nicht war. Wie war ich denn da gestanden? Aber wenigstens hat der Erich jetzt einen Job. Haha. Naja, ich hab dann einen Anonymusbrief geschrieben, dass der Ali nicht war und dann haben sie ihn rehabilitiert. Oder so. Aber jetzt sitzt er im Rollstuhl. Der Depp. Hätte er gescheit Deutsch gelernt, dann hätte er sich gleich selber gut verteidigen können. Aber ach so, naja, in Zukunft passiert mir sowas nimmer. Freue dich deiner eigenen Leistungen wie auch deiner Pläne.
Bleibe weiter an deiner Laufbahn interessiert, wie bescheiden auch immer. Sie ist ein echter Besitz im wechselnden Glück der Zeiten. In deinen geschäftlichen Angelegenheiten lass Vorsicht walten, denn die Welt ist voller Betrug. Aber dies soll dich nicht blind machen gegen gleichermaßen vorhandene Rechtschaffenheit. Viele Menschen ringen um hohe Ideale und überall ist das Leben voller Heldentum. Ja, soll ich mich jetzt auch noch über meine Arbeit freuen? Was für eine Laufbahn, der blöde Job, ein Besitz, ha? Ja, Fonsi, du hättest damals schon einen besseren Job haben können, aber du willst ja nicht. Der Herbert hat es ja damals echt gut gemacht mit dir. So eine teure Fortbildung, du willst nicht. Geh weiter, mit 40 Jahren noch einmal in die Schule gehen. Ich hab Lagerist gelernt und das bleibe ich. Ich mach mich doch nicht lächerlich vor den anderen. Das Erste, was der Schorsch gesagt hat, war, darf man dann noch mit dir am Stammtisch sitzen? Oder müssen wir die dann sitzen? Meinst, ich hab Lust und lass mir jeden Freitag vorwerfen, dass ich nur mal auf die Schule gehe? Und das eine sag ich dir auch. Wenn die Froni nicht in kürzester Zeit ihr Studium fertig bringt, dann wird Sekretärin bei uns im Betrieb. Ich hab schon mit dem Hans geredet. Sekretärinnen brauchen die immer. Liegt uns da auf der Tasche und was lernt's? Wie war das? Denn die Welt ist voller Betrug. Das hätte ich ja auch sagen können. Mei, aber schön war's schon gewesen. Mehr Geld hätt man gehabt und auf dem Vorstandsball wären wir eingeladen gewesen. Das hätte der auf unten dann schon hinkriegen, das mit dem Vorstandsball. Die war wahrscheinlich ganz gelb worden vor Neid. Ich ruinier mir doch nicht mein Leben wegen am Vorstandsball. Und du brauchst ja gerade rein. Du hast einen Schwanz Eizung damals. Das war ganz was anderes. Das kannst du jetzt nicht miteinander vergleichen. Du wolltest ja noch Kinder ohne Ende. Und wie viel hast du gekriegt? Eins. Der Job war gut gewesen. Und das Geld hätte man auch gut brauchen können. Du bist der Mann und du hast die Pflicht, die Familie zu ernähren, egal wie viele Kinder da sind. Das ist ja die Höhe. Jetzt wirf dir mal vor, dass ich ihm eine Tochter auf die Welt gebracht habe. Dass ich ihm gewaschen, kocht und putzt habe. Seine bläden Hemden kannst du ab sofort selber bügeln. Also das habe ich nicht verdient, dass du jetzt so geschirrt bist zu mir. Geh Weibi, jetzt reg dich nicht so auf. So habe ich das doch nicht gemeint. Du und Veronika haben immer alles gehabt. Da gibt's nix. Und wie gesagt, bloß weil du auf den Vorstandsball gehen willst, ende ich nicht mein Leben. Leben? Leben nennst du das? Den ganzen Tag hockst du drin und schaust Fernsehen, was ist denn das für ein Leben? Und das hast du schon immer gemacht. Seit ich dich kenn, hockst du vor dem Fernseher oder gehst ins Wirtshaus und dann bringst du auch noch die Frechheit auf mich in der Arbeit zum Schicker und schau dir mal an, wie du ausschaust. Dreckig, fettige Haar, ein Bierbau und stinger tust da. Jetzt glaub ich's aber. Da, hoch, da steht's. Sei du selbst. Vor allem aber heuchle keine Zuneigung, noch sei zynisch, was die Liebe betrifft. Denn auch im Angesicht aller Dürre und Enttäuschung ist sie doch immer während wie Gras. Und du magst mich nimmer. Nie sagst du mir, dass du mich magst, nie. Und schenker tust mir auch nie was. Ich bin bloß deine Putzfrau und ab und zu langst mich auf wie ein Stück Wurst aus dem Tupper. Erika, spinnst du jetzt? Ja, bin ich dir jetzt nimmer gut genug? Oder wie? Willst du gehen oder was? Ha, gib mir eine Antwort. Wenn's dir nimmer passt bei mir, dann musst halt gehen. Ich halt dich nicht auf. Wenn einer geht, dann du. Das hab ich ihm noch nie traut zum Sagen. Manchmal hab ich's geträumt. Aber wie ich das gelesen hab mit der Liebe, dass das eigentlich das Einzige ist, das einem bleibt und das auch jeder haben kann, da, ich weiß nicht, ich hab mir mein Leben schon anders vorgestellt. Ich wollte ja nie Kinder, das hab ich bloß so gesagt, damit ich nicht in die Arbeit muss. Und dann das mit dem Job damals. Der Chef, der Gerhard, mit dem habe ich Apps gehabt. 2 oder 3 Monate lang. Und dann bin ich schwanger geworden. Da hat er mich dann geschlagen und rausgeworfen.
Ich hätte den Alfons verlassen damals. Ich wäre sofort zum Gerhard gegangen. Der ist ziemlich reich. Da war es mir besser gegangen. Aber er wollte mich nicht. Ich hab da einen Abtrieb in Holland. Hat der Gerhard gezahlt. An Alfons habe ich gesagt, ich fahre mit auf den Betriebsausflug. Und hinterher habe ich gesagt, ich habe zu viel gesoffen und deswegen geht es mir so schlecht. Das hat der sofort geglaubt, weil er das kennt. Ich habe natürlich nicht mehr in der Firma, Firma arbeiten können. Ich habe am Anfang auch natürlich nichts sagen können. Warum? Naja, besser wie nichts ist er allerweil. Und wer weiß, wie es mir beim Gerhard gegangen wäre. Und dann bin ich doch noch einmal schwanger geworden mit der Veronika. Obwohl der Doktor in Holland gesagt hat, es geht nicht mehr. Sie beginnt den Tisch abzuräumen und für das Abendessen zu decken. Alfons kommt wieder herein, er setzt sich und nimmt den Zettel. Ertrage freundlich gelassen den Ratschluss der Jahre. Gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf. Stärke die Kraft des Geistes, damit sie dich im plötzlich hereinbrechenden Unglück schütze. Ja, da werde ich meinen Geist gleich einmal mit einem anderen Geist stärken. Erika, bring mir einen Schnaps. Vielleicht schützt mich der auch noch vor dem Unglück, das schon passiert ist. Erika schenkt ihm und sich einen Schnaps ein. Sie trinken beide. Alfons liest weiter. Aber beunruhige dich nicht mit Einbildungen. Viele Befürchtungen sind Folge von Erschöpfung und Einsamkeit. Bei einem heilsamen Maß an Selbstdisziplin sei gut zu dir selbst. Er schenkt sich und Erika noch einen Schnaps ein und beide trinken ihn. Er schenkt gleich noch einmal nach. Ich bin gut zu mir. Prost! Sie trinken beide einen weiteren Schnaps. Alfons lehnt sich bequem zurück und fixiert Erika, die nicht weiß, wo sie hinschauen soll. Ja, ja. Die Einbildungen und Befürchtungen. Ich hab mir eingebildet, dass meine Frau mir auf Zeiten gegangen ist. Und ich hab befürchtet, dass die nur aufs Geld schaut und nicht auf Mo. Aber das wird wohl eine Folge von Erschöpfung und Einsamkeit gewesen sein. Wie meinst du jetzt das, Alfons? Vor ein paar Wochen habe ich einen Gerhard getroffen. Kannst du dich noch an den erinnern? Nimmer. Naja, das ist auch schon über 20 Jahre her. Nicht Erika. Wie war das vorher mit dem G? Ich habe einen guten Pressack gekriegt. Magst du ein Stückchen? Sie hält ihm eine Plastikschüssel mit Pressack unter die Nase. Er wühlt drin herum und zieht dann mit den Fingern ein Stück heraus. Erika schaut angewidert weg. Alfons isst. Die Spannung ist zum Schneiden. Erika läuft auf eine kleine Handbewegung von Alfons zum Schrank und holt Bier und Glas. Dann Brot und Butter. Sie umsorgt ihn total. Als Alfons fertig ist, lehnt er sich zurück. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Erika greift zu dem Papier und liest weiter. Du bist ein Kind des Universums, nicht weniger als die Bäume und Sterne. Du hast ein Recht, hier zu sein. Und ob es dir nun bewusst ist oder nicht, zweifellos entfaltet sich das Universum wie vorgesehen. Du hast kein Recht mehr, du Fliegerl. Meinst du, ich weiß nichts von der Teres, zu der gehst du seit wir verheiratet sind? Was du darfst, sehr viel schon lang, du gescheiter Hammi, du. Ich bin ein Mo. Ich darf das. Ich brauch das. Das liegt in der Natur der Sache. Mein Trieb ist stärker als deiner. Was warst denn du von meinen Trieben? Sie lacht weiter und schenkt dann zwei weitere Schnäpse ein. Sie trinken. Schön langsam merkt man den Alkohol. Alfons nimmt den Zettel und liest weiter. Darum lebe in Frieden mit Gott, was für eine Vorstellung du auch von ihm hast und was immer dein Mühen und Sehnen ist. In der lärmenden Wirrnis des Lebens erhalte dir den Frieden mit deiner Seele. An Frieden, das ist unmöglich
Schaut er doch die Leute an, streiten sie andauernd, schreien andauernd und hauen sie die Köpfe ein. Und an Gott, wo wird denn der schon sein? Wenn die anderen Leute nicht so furchtbar wären, dann war alles viel besser. Oder, Erika? Da kannst nichts machen. Wenn wir nicht so furchtbare Nachbarn hätten, dann war alles viel besser. Viel besser. Nichts war besser. Oder meinst du, woanders ist besser? Nirgends ist besser. Du, Alfons, meinst du, dass die Veronika mal besser haben wird? Ich meine, wenn die sich mit sowas da abgibt und das versteht, was da drin steht. Nein, das glaube ich nicht. Weil die lebt in der gleichen Welt wie mir. Wieso soll es dir besser gehen? Nein, das glaube ich nicht. Da werde ich schlecht. Sie essen weiter. Plötzlich steht Alfons auf und gibt Erika einen Kuss. Im selben Moment geht die Türe auf und Veronika stürmt herein. Sie sieht ihre küssenden Eltern und ist total verdutzt. Wow, ist der Frühling ausgebrochen. Boah, wie ein Hunger. Sie setzt sich an die Längsseite des Tisches und fängt zu essen an. Plötzlich sieht sie den Zettel liegen und reißt ihn an sich. Da liegt der Blädewisch und ich suche ihn schon die ganze Zeit. Erika nimmt die Hand ihrer Tochter und sieht sie richtig ernst an. Der Papa und ich haben nichts dagegen, wenn du dich mit sowas beschäftigst. Du wirst das schon richtig machen. Veronika ist perplex und schaut zwischen ihren Eltern hin und her. Sie weiß nicht, was gemeint ist. Dann sieht sie die Gläser und die Schnapsflasche. Wie viel Glas habt ihr denn schon geschüttet? Was will ich schon richtig machen? Desiderata. Was? Erika nimmt den Zettel aus Veronikas Hand und liest den Rest vor. Trotz all ihrem Schein, der Plackerei und den zerbrochenen Träumen ist diese Welt doch wunderschön. Sei vorsichtig, strebe danach, glücklich zu sein. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da hinten was draufsteht. Ich habe gemeint, das ist ein Schmierzettel. Da habe ich nämlich die Termine für die nächsten Klausuren draufgeschrieben. Der Zettel ist auf dem Schreibtisch von meinem Prof gelegen. Wieso, was ist denn das? Desiderata. Das heißt, glaube ich, frei übersetzt, das Wünschenswerte aus der alten St. Paulskirche, Baltimore von 1692. Sie schaut auf die Uhr, nimmt sich noch ein Stück Brot und Wurst. Ich muss weg. Wartet auf mich, es wird spät. Na Gott sei Dank. Ich hab schon gemeint, das ist auch so ein Sektenschmarrn. Das hätte mich schon gewundert, wenn meine Tochter auf sowas einfällt. Erika, schenk mir nur einen Schnaps ein. Sie hörten das Kabarettstück Desiderata von Marita Wittner. Es sprachen Marita Wittner und Christoph Emlinger.